An dieser Straße stand er oft, in der Hoffnung auf ein paar Dollar. Ich habe eine gottgegebene Stimme, warb Ted Williams. Durchgefroren, obdachlos, aber was für eine Stimme. Ein Reporter stellt das Video ins Internet. Stunden später ist Ted ein Star. Mehr als 9 Millionen Klicks, ganz Amerika spricht über ihn. Frisch frisiert tingelt er von Show zu Show. Ich war früher mal Radiosprecher, erzählt er, bin aber unter die Räder gekommen. Alkohol, Kokain, Knast, obdachlos. Willst du nach Hollywood kommen, fragt ein Hörer. Would you like to come to Hollywood? I certainly would. Was für eine Frage. Ted kann sich vor Angeboten kaum retten. Sport- und Radiosender wollen seine Stimme und ein Basketballteam bietet ihm einen Job. Und ein Haus. Eine ganze Reporterschar begleitet ihn zu seinem bisherigen Zuhause. Ein kleines Zelt am Highway, weit weg von seinen 9 Kindern. Ich habe immer inständig dafür gebetet, dass meine Mutter erleben kann, wie ich eine zweite Chance im Leben bekomme. Auch seine 90-jährige Mutter ist mittlerweile ein Medienstar. 10 Jahre hat sie ihren Sohn nicht gesehen. Ich kann das alles nicht glauben, aber ich danke Gott, dass er meine Gebete erhört hat. Ted wollte nie etwas wissen von Gott. Ich melde mich wieder, hat er dann immer gesagt. Ein Wiedersehen vor Kameras. Aber die gehören wohl dazu, zu Teds neuem Leben.